Hallöchen, Radsportfans, und herzlich willkommen zurück zu einer Pro Cycling-Serie mit Bernhard Eisel hier, der sich im Moment bei der Supervolta Portugal befindet, und wir strukturieren das mit den Rennen ein bisschen um. Ich habe ja gesagt 3-3-3-2. Wir machen jetzt die zwei Etappen, die vierte und die fünfte. Und dann in der nächsten Folge gibt es 6 bis 8 und dann machen wir die letzten drei zusammen, weil ja da ein 15 Kilometer Einzelzeit vor der 13, wenn wir eine Brille aufsetzen. Nee, 15 war schon richtig. Erster Gedanke ist immer der richtige. Ne, weil das ja dann eine relativ kurze wahrscheinlich wird. Deswegen gibt es in dieser Folge hier mal nur zwei. Aber naja, das kann ja trotzdem natürlich heiße Radsport-Action bedeuten, ne? In diesen zwei Etappen. Vor allem können wir uns, denke ich, mal ein bisschen was ausrechnen, ne? Oh, die sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Hier unten, hier hinten kommt dann so ein Treppenanstieg. Viermal müssen wir hier dann nach oben. Also da ist eine gute Möglichkeit, hier bei der Hügeletappe schon mal was zu reißen. Wir sind allerdings natürlich nicht gerade fit, ne? Zumindest einen grünen kriegen wir. Da ist Wettermarker gar nicht so gerne. Da kriegen wir ein bisschen rot. Also läuft wahrscheinlich so auf 0 oder minus 1 Form. Naja, und wenn wir halt Glück haben, kriegen wir doch eine gute Form. So, der Bernie ist hier auch der Top-Favorit. Oder werden wir mal unser Bestes geben, um hier zu gewinnen? Greetings to all. The profile of the route is a fairly mixed bag, so everybody should find a section to their pleasing. Oh, damit herzlich willkommen zur vierten Etappe der Supervolta Portugal. Es ist natürlich am Regnen, wie halt meistens in diesem Game. Oh, wir haben leider minus 2 eingefahren und das knallt uns hier wirklich immens Minus überall rein. Ob wir die Etappe wirklich gewinnen, das weiß ich jetzt noch nicht. Zielt immer noch 10. der Gesamtwertung und jetzt bei der Etappe Dritter. Ich denke mal, das wäre ganz anders, wenn wir nicht minus 2 hätten. Ist jetzt natürlich für uns schlecht, aber naja, da muss man auch mal durch als Radsportler, dass das nicht immer so klappt. So, wahrscheinlich hier außer Pahnsteiner, da wissen wir immer noch nichts, ne? Wir haben ja auch jetzt gerade erst das draufgegeben. Nee, leider wissen wir hier immer noch gar nichts. Ja, Pahnsteiner fährt definitiv für sich alleine. Breschina lasse ich auch für sich alleine fahren. Tja. Seidel 103, der ist schon ein bisschen schlechter platziert hier. Da würde ich mir sagen, für den Schönberger, den nehmen wir für Bernie. Den Vaterspiel. Komm, du hast bei Pahnsteiner. Und Pöchukabe wacht hier mal den Breschina. So, Zeidel ist auf jeden Fall schon mal ganz vorne. Pfannsteiner sitzt auch gar nicht so schlecht. Die gehen eigentlich alle. Komm, dann stoppen wir euch auch schon mal. Auf geht's. Irgendwie führen oder so müssen wir nicht. Sehr nicht im gelben Trikot. Ich meine, könnte man natürlich trotzdem machen. Also, wir haben auf falsche Taste gekommen. Fürs Erste kann Bernie auch hier sitzen bleiben. Das strukturieren wir uns ein bisschen später. Dann gehen wir jetzt rein in die Action. Vorne ein Portugiese unterwegs. Der wird noch von einem verfolgt. Da gehen die nächsten beiden aus dem Feld ab. Spanier und Kanadier hinterher. Hier sieht alles noch ziemlich gemächlich aus. Da gehen die nächsten beiden. Gucken wir mal, wie das Feld jetzt reagiert. Immer noch gar nicht. Oder sie kommen hier wieder nicht durch. Weil wir schleichen hier den Hügel hoch. Die sind jetzt schon weit über 2 Minuten weg. Tja, da würde ich mal sagen, ich cut euch das raus und kurz hier nach dem Sprint, wenn dann die Treppenanstieg kommt, da seid ihr live dabei. So Leute, die Gruppe fährt jetzt da gleich durch den Sprint, der vor dem Treppenanstieg ist. Da nehme ich euch wieder mit rein. Und das habe ich am Anfang natürlich vergessen zu sagen. Ich bin schon davon ausgegangen, dass diese Gruppe sich den Sprint hier noch gönnt. Und da ja nur 3 irgendwas bekommen, deswegen hätte ich das eben nicht gezeigt. Aber ich wollte nämlich jetzt diese Abfahrt hier schon mal nutzen, um mir so einen kleinen Zügchen aufzubauen. Ja, Pahnsteiner kommt auf jeden Fall als letztes. Vielleicht ist ja auch irgendwer anders besser, ne? Hier, Breschina sieht auch nicht schlecht aus, aber das weiß ich halt nicht. Ach nee, andersrum. Du kommst dann, hinter Breschina. Seidel geht auch noch. Der kommst du hin. Ja, und der Schönberger ist, glaube ich, noch am besten drauf. Der macht mal den Anfang. Und ihr beiden habt Wasser, Digga.
Nein. Ihr beiden habt Wasser die ganze Etappe geholt. Ihr entspannt euch. Und du legst jetzt hier mal los. Weil wer jetzt auch durch den Sprint durch? Das scheint schon ein bisschen zu schnell zu sein. Der Ras ja richtig nach vorne. Da hängt die ganze Meute dran. Keine Ahnung, ob das jetzt Angriffe sind oder ob die nur unheimlich schnell führen, wenn sie da aus dem Sattel gehen. Noch nicht ganz 2,5 Minuten haben die 6 da vorne auch noch. Wenn es jetzt eine flache Etappe wäre, würde ich schon fast sagen, die kommt durch. Aber da jetzt noch Hügel kommen. Schönberger mal so. Oh, Eisel. Doch, jetzt ist er dran. Mal ein bisschen drücken hier den Abstand. Unter 2,10 jetzt. Allerdings ist ja auch schon bei Berndi der Puls relativ hoch, obwohl er ganz hinten sitzt. Immer noch über 2 Minuten. Tja, ich glaube, da muss man mehr Dampf geben. The lead over the pack is dwindling. There's a sustained rhythm at the moment. Yes, mit der Puls bei Berndi eigentlich ein bisschen zu hoch. So, du fährst jetzt mal nach da weg. Pause. Jetzt kommst du. Vielleicht kann er erstmal 89 fahren. Da, jetzt geht's bei diesem ganzen Treppenanstieg wieder bergab. 1,49 immer noch nach vorne. Knapp unter 23 Kilometer. Da hinten fahren die 6. Da, jetzt geht's wieder hoch. Immer noch alle da. Da greifen sie vorne an oder ist er einfach so rausgeflogen aus der Gruppe? Oh lala, ich glaube jetzt leidet. Ja, ja, es leidet schon der Rote bei Bernie. Das ist zu hart, ey. Ne, kaum ist ein bisschen raus. Kommt auch schon gleich wieder einer von hinten. So, jetzt fährst du noch da raus, Zeitl. Lässt auch schon den Kopf hängen. Den übernimmst du mal. Ich glaube 89 müssen wir wohl erstmal schon machen. Etwas über eine Minute haben sie noch. Hier, die brechen alle zusammen. Boah, erstmal irgendwie durchwuseln, ey. There's more than a minute on the clock. The break seems to be working. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Ich glaube, für 80 ist erstmal besser. Da leidet der Rote bei Bernie nicht so sehr. Fährt uns hier voll in die Parade. 1,17 immer noch. 1,20 sogar mehr geworden. Boah, die fahrt uns ständig in die Parade. So, jetzt machst du hier nochmal richtig Dampfbrechina. Fährst mal nach da weg. Denn über den. Du hast jetzt den Pornstein, ey. Alter, Hälfte gelb noch? Ich meine, der Gelbe dürfte eigentlich jetzt nicht unbedingt ein Problem. Jetzt bricht der vor uns zusammen. Nein, Breschina, Breschina, Breschina. Nein, du musst auch weg. Du störst hier nur. So, da kannst du weiterfahren. Jetzt mal unter einer Minute. Ne? Was macht die Zeitl hier? Zu Berndi blocken oder was? Sieh zu, dass du wegkommst. Ah, etwas über Hälfte rot noch. 20 Sekunden. Da kommt jetzt noch ein Anstieg. Okay, Trikot hier vor uns. Grüne Trikot hier. Die beiden können nicht mehr. So, jetzt haben wir die Gruppe zumindest. Ich fahre uns alle zwischen die Karre, ey. Gib Schub hier. Bist du. Alter, ey. Der will mich verarschen, ne? Links, rechts, links, rechts. Soll ich etwa wieder wischen oder was? Und raus.
Du kannst jetzt mal hier nochmal ganz langsam führen. 6,6 Kilometer. Natürlich nicht zu schnell machen. So, nach da weg. Es wird steiler und dann gehen wir mal. Ah, kommt einer von Gajahural mit und kommen noch welche mit. So, erstmal wieder normal. Da arbeitet ja jemand mit. This climb is feared by many riders. The percentages are very high. You see that? You can read the pain on the faces of the back of the peloton. There's a growing number of riders left behind. The escapees have surrendered. The pack gave them no chance. The riders are entering the last 5 kilometers of the stage. Tja, so schnell kann ich nicht fahren. So, wen haben wir denn da? Kennen wir von irgendjemandem irgendetwas? Nicht wirklich, aber ich glaube, Fernandes kann sprinten. Ich hoffe, er fährt da auch hinten ran. Ihr fahrt an alle für euch alleine. Oh, hier, Panstein, habe ich leider vergessen. Jetzt ist er so weit zurückgefallen. Naja, wer weiß, ob er es mit seinen minus 3 überhaupt durchgehalten hätte. Wir haben nur noch ganz Fitzel gelb. Du musst jetzt hinter Fernandes kommen. Hinter Fernandes? Ja, 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 das sieht gut aus. Letzten zwei. Fernandes zieht durch. 10 Kilometer. Das schaffe ich leider nicht. Oder, der Kajahural ist ein Tick schneller wie ich. Ah, oh, der ist aber fast gleichzeitig über die Ziellinie gefahren. Also mit nicht minus 2 hätten wir das hier gepackt. Aber naja, mit dem zweiten Platz können wir zufrieden sein. Manager wollte, dass wir Dritter werden. Wir warten für die Backmarker, die appear to be fairly numerous in this difficult race. Ah, jetzt kommt erst der Panstein. Ich denke mal hier da mit Breschina, das hätte er geschafft, wenn ich ihn nicht vergessen hätte. Ich bin so ein Horst. Aber naja, da war ich so konzentriert, weil die anderen mitgegangen sind. Und ich hatte es jetzt schon bei Eddie gestern bei den Aufnahmen. Ich habe einen Hick auf, der ist jetzt nicht die ganze Zeit da, aber er geht auch nicht so richtig weg. Oh, hier kann man mal so einigermaßen was von der Straße sehen. Ja, und auch, ne, ich habe halt den Balken beobachtet, das hätte gut gehen, man sieht es ja, ne, ein paar Millimeter mehr hätten wir es geschafft, aber ich hätte mich auch noch mal ganz kurz hinten ranhängen können. Das wäre, glaube ich, besser gewesen und dann hätten wir wahrscheinlich sogar mit minus 2 hier den Sieg eingefahren. Gerne mal eure Einschätzung dazu in die Kommentare reinknallen. Ne, hier, den meine ich. Jetzt gehen die beiden ab und ich sprinte schon selber. Ich hätte natürlich auch an ihm hier mich noch mal ganz kurz ranhängen können. Ein bis zwei Meter hinterm Ziel habe ich ihn gehabt, aber naja, das ist natürlich auch zu spät. Die hatten wir schon, dann gehen wir zu den Ergebnissen. So, wissen wir denn, was er für ein Fahrer... Oh, er ist auch noch Hochgebirgshügelfahrer. Ja, das heißt, das wird für uns schwierig. Bei dem wissen wir es nicht. Bei dem wissen wir es auch nicht. Der ist auch Hochgebirgshügelfahrer und wir sind alle innerhalb von 20 Sekunden... Was sagt das Allgemeine? Ja, wir sind jetzt auch hinter dem. Ne, das ist ein anderer. Das ist ja hier in Australien. Den haben wir ja gar nicht. Da unten kommt er erst. Okay, der ist also keine Gefahr. Und was ist er hier oben? Er ist ja auch Hügel. Hochgebirgsfahrer, so Mist. Naja, okay, 4 Sekunden hinter. Hier sind wir auch noch auf einem ganz guten Weg. Ja, Bergtrikot haben wir uns noch nicht großartig drum bemüht. Das Jungprofi-Trikot haben wir uns übergezogen. Und im Team sind wir 1,5 Minuten zurück. Und jetzt kommt auch diese Hochgebirgsetappe. Oder? War doch so, ne? Ja, genau. Jetzt kommt die Hochgebirgsetappe. Müssen wir mal gucken, wie wir uns da schlagen. Also da sollten wir wenigstens eine gute Form bekommen. Das wäre nicht schlecht. Interesse hat sich entwickelt. Ja, die hat es auch schon in sich hier. Haben wir zwei richtig dicke Berge hier. Das Profil kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist aber Portugal. Penas Douradas ist das. Und das hier ist Covilha Penas da Saúde. Saúde, keine Ahnung.
So, hier mal für euch das Magazin. Oh, ey, ist Bernie sogar dabei, obwohl wir da erst 71 am Berg haben. Ja, aber er ist hier ganz unten gewertet. Oh, da ist dieser Australier. Aber naja, also ich denke nicht, dass der uns über 2 Minuten hier abnehmen wird. Also ich hoffe es mal nicht, ne? Und dass wir uns hier einigermaßen gut platzieren können. So, Daumen drücken, wir brauchen eine gute Form. Hello and welcome. The profile of today's course favors climbers. The others are going to have to make an early breakaway and build up a good lead if they want to win. However, it has to be said that their chances of doing so are slim, if not non-existent. So, hier für die Etappe haben wir kein Ziel bekommen, nur noch unser Gesamtwertungsziel mit dem 10. Und naja, ich denke mal, bei unserer Fitness also können wir mit einer Nullerform noch zufrieden sein. Plus oder Minus gibt es dafür nicht. Ist denn jetzt jemand aufgeklärt? Wie gesagt, ich gucke immer erst, wenn ich im Rennen drin bin. Aber ist wahrscheinlich nicht. Nee, es dauert einfach unglaublich lange. Partnerspieler plus 1, ich orientiere mich da dran. Du befasst mal Bernie. Du befasst den Pfahnsteiner, bei dem ich mich persönlich mal entschuldigen muss. Und du den Breschina. Pfahnsteiner und Eisel sind auch schon vorne. Nein, der wäre bestimmt so Top 15, Top 10 oder so. Wäre er wahrscheinlich, wenn ich ihn nicht vergessen hatte. Sorry nochmal for that, Pfahnsteiner. So, auf geht's. Der hat mir drauf geklickt. Pfahnsteiner hier. Kleinen Tick noch zurück, wenn es geht. Da bin ich zufrieden. Bernies Posi geht auch eigentlich erstmal. Dann ab in die Action. Da gehen auch die ersten beiden ab. Portugiese und Spanier unterwegs. Da hinten kommen noch welche. Die schießen jetzt hier die Abfahrt runter. Waren da nicht noch welche im Angriff? Oder die wurden direkt wieder eingefangen? Kommst halt auch auf so eine Abfahrt halt natürlich ganz schlecht weg. Pechuka hat irgendwas gemacht. Ich muss mal kurz zurück. Was ist hier los? Den hatte ich eingeteilt für Koreshi, ne? Ah, der wollte bestimmt. Der hat hier dieses Ranhängen gemacht. Aber die beiden sind noch nicht vorne. Dann gehen wir wieder rein in die Action. Oh, das ist ganz hinten. Hier ganz vorne. Die beiden, die am Anfang ausgerissen sind. Oh, naja, so viele wollen sie wahrscheinlich nicht weggehen lassen, ne? Ist schon das, fast das ganze Team vom gelben Trikot versammelt. Alter, da ist ein Sturz, ey! Boah, wir Glück! It looks like the pack has bitten the dust collectively, but the riders would seem to be okay to carry on. Boah, wir Glück, dass wir da durchgekommen sind. Da sind jetzt 7 weg. Da es bergab geht, kann ich nicht genau einschätzen, ob die da noch hinterherfahren. Ich muss es mal aber vom Abstand abhängig machen. 45, 47. Das sieht gut aus. Wir fahren ja hier in dieser Folge nur 2 Rennen und das bedeutet, ich schneide euch das raus und wenn es da nicht wieder in den ersten Berg reingeht, da seid ihr dann wieder live dabei. So Leute, ich nehme euch wieder mit. Wir sind gleich am Fuß des ersten Berges angekommen. Jetzt geht's gleich nach oben. Oh, da können wir mal ein kleines Gefühl dafür kriegen, wie die den Berg hochfahren zum einen. Und ob Bernie da einigermaßen mithalten kann. Ich meine, immerhin haben wir 71 und im Mittelgebirge schon 74. Also auf jeden Fall ist das hier die Etappe, wo wir versuchen müssen, so wenig Rückstand wie nur möglich gegenüber den Hochgebirgsfahrern aufzunehmen. Denn wir werden ja auch noch dann beim Zeitfahren, denke ich mal, ein bisschen Zeit verlieren und vielleicht sogar ein bisschen mehr. Kommt jetzt drauf an, gegen wen wir uns dann mit um das Führungstrikot battlen müssen. So, jetzt sind wir erst richtig drin im Anstieg. Fall in the pack. Apparently, the leader is on the ground. Watch out, a team leader is falling behind. So, jetzt kriegt man hier schon ein kleines Gefühl dafür. Also die 7 setzen sich am Berg auf jeden Fall weiter ab. Na, jetzt ist man nach unten gegangen, aber eigentlich geht es kontinuierlich nach oben, der Abstand. Withdrawal of a rider. He seemed to have neither the energy nor the courage to keep going. Van de Turk? Der fährt doch bei Erik im
Team, ne? Also wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Ja, das, der müsste bei Erik im Team fahren. Ja, bei DSM. The distance has definitely widened. Es geht hier ganz schön nach oben. Mit dem Abstand. Tja. Hat hier der Conti wahrscheinlich nicht so viele Bergfahrer in seinem Team, wa? Macht mir bei 6.11 aber so langsam Sorgen. Jetzt machen wir mal kurze Pause machen hier und uns mal gucken, wie weit die hier alle so weg sind. 3. 2,5. Boah, nicht ganz 3. Nur 2. 3. 2,20. Also, das sieht nicht gut aus. Tja, und das, wo ich nicht weiß, wer hier was in meinem Team kann. Dich und dich. Ihr kommt mal in 4. Pechhucker bewacht dann Bernie. Ihr geht mal rein. Guck mal, ob er da mit 75 nach vorne kommt. Weil es ist echt noch weit bis zum Ziel. Ah, hier, das andere Team macht schon ein bisschen Platz. Ah, die krasseln so ganz langsam nach vorne. 6,20 schon der Abstand nach vorne. Dann wäre es wahrscheinlich nicht schlecht, wenn ich die mal schon mal auf 92 stelle. Dann gehen sie wenigstens noch nicht aus dem Sattel, aber halten mehr mit. Oh, jetzt zappen wir einfach mal ein bisschen. Gleich kommt so eine kleine Abfahrt. Oh, meine beiden schrubben auf jeden Fall da vorne. Abstand wird ein bisschen weniger, aber noch nicht ganz schnell, aber ist vielleicht auch noch nicht nötig. Boah, das ist ein bisschen Leute vor die Karre gefahren. Aber das hat uns nicht ganz so viel Energie gekostet. Ja, immerhin auf 5,20 gleich runtergedrückt. Wie sieht's mit dem Saft aus? Okay, der Saft ist auch schon fast weg. Und wie sieht's mit dem Feld aus? Okay, das, was ist da mit Eisel los? Habt ihr das gesehen? Hier vorne ist nämlich schon fast eine Lücke. Wahrscheinlich, weil hier vom gelben Trikot die können vielleicht bald nicht mehr. Ah, egal. Ich riskiere es trotzdem noch mal ein bisschen zu zappen hier. Tja, 5,20 immer noch. Jetzt ist er schon wieder 5,30. Ja, Fahrerspiel ist auch schon völlig fertig. Vier Kilometer noch immer bis zur Bergwertung. Jetzt fällt ihr Fahrerspiel auch komplett zurück. Dankeschön für deine tolle Arbeit. Oh, jetzt ist er hier alleine am Bolzen, der Schönberger. So, Pechhucker hat es auch hinter sich. Kann vielleicht mit seinem roten Balken Bernie noch ein bisschen beschützen. Wasser bräuchten wir auch unbedingt. Der Ukrainer kann auch nicht mehr. Wir sind oben angekommen. Noch hat er ein bisschen gelb. So, man sieht es jetzt schon, Breschina hält auch nicht so gut durch. Naja, hat er auch minus einen. Dann gehst du jetzt mit rein. Dann seid ihr jetzt Gruppe 3. So, Fahrerspiel ist ganz rausgeflogen. Pechhucker ist noch am Beschützen. Aber den Anstieg musst du noch durchziehen und dann musst du uns auch leider nochmal Wasser holen. Für uns natürlich nicht leider, für uns gut, für dich ist es natürlich nicht so schön, Pechhucker. Übersteht er den überhaupt? Noch ein bisschen seppen, und da geht's runter. Direkt ein bisschen rot wiederbekommen. So, A1 jetzt schon in der Abfahrt ist, eben hat er nochmal rot geblinkt. Jetzt fängt an, der Gelbe nach oben zu gehen. Dann holst du dir auch nochmal Wasser. Und wir setzen hier natürlich runter, die Abfahrt.
Boah, jetzt vielleicht nochmal was machen. 3 Minuten ist jetzt eigentlich wieder okay. Jetzt die Frage, ob wir mehr wie 75 machen müssen. Ich glaube, ich lasse die erstmal so weiterfahren. Da kriegen sie nämlich ein bisschen Gelb zurück. So, Pechhucker ist gerade auf dem Weg nach vorne, um das Wasser abzugeben. Dann kann er uns sogar noch ein bisschen beschützen. Und ihr beiden macht mal Gruppe 2. Boah, wir setzen erstmal weiter. Na, ist wieder so ein bisschen größer geworden, der Abstand. Dann lassen wir die beiden noch jetzt mal 85 fahren. Na, vom Game Trikot sind ja auch immer noch einige. Da werde ich mal ganz kurz in die Flasche gucken, wie spät das ist. Ja. Die beiden können auf jeden Fall mit 85 noch ordentlich durchhalten. Es kommt dann erstmal noch ein Kategorie 3 Hügel. Und dann, also, der erste rote Abschnitt ist schon sehr brutal vom Schlussanstieg. Na, immer noch so bei roundabout 3 Minuten der Abstand. Dann seppen. Mal so eine kleine Vorwelle, vor der Hügel anfängt. Ja, und dann sind wir drin im Hügel. Na, der Sauser hier, der hat eben auch ganz schön gewackelt. Ja, Puls ist auch ordentlich hoch. Also meine Beine machen einen guten Job da vorne. Ja, jetzt konnten wir den Abstand auch echt gut drücken. 2,5 noch. Na, etwas mehr. Nein, saugen sie jetzt auch schon so ein bisschen bei Eddie, hätte ich beinahe gesagt. Benny. So, mit 78 geht hier mal Kajarural wieder mit in die Führung. Oh, ne, da geht er aus dem Sattel, das will ich nicht. There's a sustained rhythm at the moment. Some riders definitely won't be able to keep up. Ah, Kajarural übernimmt hier. From inside the breakaway group. Ja, komm, weiter mit 85. Kommt gleich wieder eine Abfahrt. Fast wieder auf 3 Minuten der Abstand. Jetzt rasen sie hier die Abfahrt runter. Du nimmst nochmal raus. So, stopp. Du hängst dich da ran. Dann kommt mal die Zeitel. Dann kommt Pahnsteiner. Und dann kommt Bernie. Das mache ich halt immer, ne? Nur falls die anderen zu schnell führen, den Berg hoch. So kann ich die Führung selber steuern. Runtergedreht, so. Tisch. Schön auf Punkt. Dir nochmal besten Dank für deine Unterstützung. Oh, du kannst hier hinten in der Gruppe auch 85 fahren. Wenn du es schaffst, dann hol nochmal Wasser. Da bin ich ganz ehrlich, da habe ich jetzt nach dem Hügel nicht aufgepasst. Das hätte ich eigentlich hier oben auf der Kuppe vom Hügel schon machen sollen, dann wäre es ganz sicher gewesen. 2,42. Wollte eigentlich 75 fahren, aber ne, komm, mach 85. Wasser hat er aufgenommen. Mal noch 1 Kilometer bis zum Sprint. Wenn ich den steuere, wird es vielleicht einfacher. Ja, jetzt kommt er schön durch. Das hat er auch noch genug. Top Job gemacht hier, die Etappe. Ja, komm, los. Die gibt's auch noch ab da vorne.
Hat er geschafft, Alter. Schönes Ding. So, du gehst mal nach da weg. Bam. Schönberger. Bei 85 wird sie so ganz leicht weniger. The riders are going through a very tough portion with percentages above 10%. Ein bisschen aufpassen, dass es da keiner in die Parade fährt. Ja, jetzt schon unter 2 Minuten, nicht schlecht. Jetzt noch 12 Kilometer. Jetzt mal ein bisschen mit ein bisschen weniger Power austesten, ob der Abstand weiter runter geht. Ja, aber da zuckt dann schon wieder hier Gonzales. Cajaro Rally auch extrem gut vertreten. Ja, alles voll. Das sind eigentlich viel zu viele Fahrer. Oh, hier ist auch dieser Berwick. So, jetzt gehst du nach da raus. Übernimmst du. 10 Kilometer remaining. Boah, nur noch Hälfte gelb. Das ist zu viel für Bernie. The pack's deficit is being cut back. Ja. Ich muss langsamer machen. Wir hatten nur nicht zu viel Abstand drauf gebrummt kriegen. Gelbe Trikot ist hier auch auf jeden Fall noch dabei, der Conti. Jetzt bröselt gerade vorne die Gruppe auseinander. Oh mein Gott, ey. Our rider has a flat tire. Wir haben noch ein Drittel Geld. Fährt nochmal das Bergtrikot vor die Karre. Er will uns nochmal vor die Karre fahren. Watch out, a team leader is falling behind. Fährt uns einer von euch Kartell zwischen. Eieieiei, das sieht alles nicht so gut aus. Das wird jetzt zum Glück mal ein bisschen flacher. Gibt aber alles. Oh, das ist jetzt nicht so wirklich rausgegangen. Jetzt ist er weg. Da ist fast gar nichts mehr übrig. So, Partsteiner, jetzt bist du doch hier nochmal ran mit deinem letzten gelben Balken. Bernie hat allerdings auch nicht mehr viel mehr, aber es fährt er gut nach vorne. Können wir bestimmt langsamer machen. Oh ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Langsamer. 67. Geh jetzt mal rein. Alter, Pani ist vorne, Alter. Oh nein, jetzt kommt einer von Kajarural. 3 Kilometer. Ich glaube, ich gehe jetzt alleine. Kann ich wenigstens noch Stromlinie anmachen. Dann geben wir mal den rein. Ein bisschen Stromlinchen rein hier. Oh, 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 da ziehen sie weg. Ich kann eigentlich noch nicht mehr machen. Ich müsste eigentlich sogar noch weniger machen. Da ist dann der Anstieg vorbei. Da hängen wir uns richtig ab. Wir haben eigentlich nur Glück, dass wir noch ein bisschen Stromlinie haben. Alter, Leute! Also die da noch ranhängen irgendwie ein bisschen. Oh lala, ja, kriegen wir aber, ja, von den ganz vorne kriegen wir aber ordentlich was drüber gebrettert. Fahrt für euch alleine. Oh lala, erstmal oben die Zeit beobachten. Eieiei, jetzt schon 30 Sekunden. Das wird mindestens eine Minute. Oh oh, sogar Minute 10 oder was? Boah, Minute 17, 18. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Alter, der Conti, der ist hier auf 2 reingekommen. Ja,
war abzusehen. Jetzt müssen wir natürlich wahrscheinlich auch schon um unseren 10. Platz ein bisschen kämpfen, weil wir hier nur als 16. reingekommen sind. So, da kommt unser Fahrerspiel. Ein paar sind noch im Anstieg. Das war ja wohl der letzte, oder? Ja, so ist es. Eieieiei, gelbe Trikot. Direkt dran hier an ihm. Ja, die sind auch alle noch vor uns. Eieieiei. So, und jetzt Bernie im Bild. Dann schenken wir uns. Wie er hier völlig kaputt hochfährt. Eieiei, 1,17. Und naja, wie gesagt, gelbe Trikot ist vorne mit dabei. Der hatte sowieso schon ordentlich Vorsprung und jetzt sind es schon 1,23. Ja, und im Zeitfahren kann ich natürlich auch nichts rausholen. Tja, mit einem Sieg hier, das wird wohl nichts. Noch sind wir in den Top 10. Aber es kommt auch keine Hochgebirgsetappe mehr. Oh ja, 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 ist der Manager nur noch 88% zufrieden. Ja, wir haben halt noch ein paar Chancen, ne? Also... Jetzt als nächstes kommt dann erstmal wieder eine Flachetappe, dann zwei Hügeletappen, dann eine Hügeletappe, dann Mittelgebirge und dann Hügelzeitfahren. Also, man kann es vielleicht noch schaffen, aber das wird sehr, sehr schwierig werden. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, bis dann und ciao.